Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich begrüße euch. Heute habe ich das Rezept für euch dabei für einen Klassiker in abgewandelter Form, nämlich für einen russischen Zupfkuchen mit Kirschen. Also diese Käsemasse auf diesem Schokoboden, die schmeckt ja sowieso super lecker, aber hier kommen jetzt noch ein paar Kirschen rein, sprich da haben wir noch eine fruchtige Komponente dazu. Ja, also ein toller Kuchen und wer russischen Zupfkuchen mag, der sollte auch diese Variante einmal ausprobieren. In meinen Playlists unter Käsekuchen, da findet ihr weitere Rezepte in dieser Art. Schaut da auch gerne mal nach. Ja, und dann legen wir jetzt los. Wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir benötigen folgende Zutaten für den Teig. 300 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver. 40 Gramm gesiebten Backkakao, 150 Gramm Butter oder Margarine, 150 Gramm Zucker und ein Ei. Für die Quarkmasse 500 Gramm Magerquark, 130 Gramm Zucker, 60 Gramm Butter, 3 Eier, ein Tütchen Vanillepuddingpulver zum Kochen und einen Teelöffel Vanilleessenz. Und dann brauche ich noch ein Glas Kirschen und backen werde ich den Kuchen in einer Springform 26 cm Durchmesser bei 175 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Zuerst bereite ich jetzt den Teig zu. Dazu gebe ich das Mehl in eine Rührschüssel, Backpulver dazu, den gesiebten Backkakao und auch den Zucker. Dann verrühre ich das Ganze erst einmal. Und dann gebe ich auch das Ei dazu und die Butter und dann knete ich mit den Händen da eben schnell einen Mürbeteig draus. Und ihr seht, ich habe mir da schon so einen Lebensmittelhandschuh angezogen, weil wenn man mit Kakaoteig knetet, dann setzt sich dieses Dunkle wirklich in jede Hautritze unter die Fingernägel. Das bekommt man ganz, ganz schlecht weg und deshalb, wenn ich dann so einen Kakaoteig knete, dann nehme ich da immer gerne so einen Lebensmittelhandschuh dazu. Wir haben jetzt hier einen schönen, geschmeidigen und elastischen Teig. So muss das sein. Die Backanfänger unter euch wissen das vielleicht nicht so. Deshalb gebe ich da einen Tipp. Die Größe vom Ei spielt immer eine Rolle und sollte der Teig sonst zu klebrig sein, dann knetet ihr einfach noch ein bisschen Mehl unter. Ist der Teig zu fest, zu krümelig, dann gibt ihr einfach ein Schlückchen kaltes Wasser dazu und knetet das unter. Und da kann man dann die Konsistenz ausgleichen. Jetzt nehme ich mir von dem Teig ungefähr 2/3 ab, verteile dann den Teig hier auf den Boden meiner Springform. Und dann werde ich den Teig da gleichmäßig verteilen, ziehe dann auch einen Rand hoch und dann nehme ich dann auch wieder hier meinen kleinen Handroller, weil mit dem lässt sich dann der Teig in der Form direkt wunderbar ausrollen. Und das restliche Drittel braucht man nämlich dann für diese Zupfkuchen-Teigstückchen, die dann auf die Quarkmasse draufkommen. Der Teig ist jetzt schön gleichmäßig in der ganzen Form verteilt und dann fühlt er immer noch mal mit den Fingern nach, weil da spürt man dann wunderbar, ob der Boden auch gleichmäßig dick ist. So, jetzt kann der Handschuh aus und dann steche ich mit einer Gabel den Boden jetzt mehrmals ein, damit er gleich schön ebenmäßig hochbackt. Und dann stelle ich halt eben jetzt die Springform und auch den restlichen Teig erst einmal in den Kühlschrank. Dann schaffe ich mir ein bisschen Platz und dann geht es gleich weiter mit der Quarkmasse. Die Kirschen habe ich mir jetzt in ein Sieb gegeben und eine Schüssel drunter gestellt, sodass der Saft da abtropfen kann. Dann stellen wir die erst einmal auf die Seite und dann habe ich mir jetzt schon den Quark in eine Rührschüssel getan. Da gebe ich dann die restlichen Zutaten dazu. Das Vanillepuddingpulver, Vanilleessenz, Zucker, die Eier. Und auch die Butter. Die Butter habe ich mir geschmolzen, damit die sich jetzt hier besser in der Masse verteilen lässt. Und mit einem Schneebesen rühre ich dann daraus jetzt erst einmal eine homogene Masse.
Jetzt ist alles gut miteinander vermengt. Jetzt hole ich mir mal eben schnell, was haben wir denn da, vom Ei etwas, das sehen wir mal raus. Jetzt hole ich mir mal eben schnell meine Springform aus dem Kühlschrank und auch den restlichen Teig. Und jetzt fülle ich als nächstes die Quarkmasse in die Springform. Dann gebe ich die Kirschen darauf und dann zupfe ich halt eben hier von dem restlichen Teig so Stückchen ab, drücke die platt und lege die dann eben auf die Quarkmasse drauf. Und dann sieht man ja, wie hoch die Masse halt eben eingefüllt ist und wie hoch dann eben auch der Rand sein muss. Und dann kann man nämlich jetzt wunderbar mit den Fingern den Rand dann hoch runterdrücken, bis kurz über die Quarkmasse, über die Füllung. Und dann hat man dann später da einen wunderschönen gleichmäßigen Abschluss. Ja, und der Backofen, der heizt schon vor. Dann braucht der Kuchen gleich nur noch in den Backofen und muss dann nur noch backen. Also ich nehme jetzt nur ungefähr ein halbes Glas von den Kirschen. Ich finde, das reicht vollkommen aus. Ich habe jetzt noch etwas Teig übrig, da könnte man jetzt auch noch Plätzchen draus formen und die mit auf das Backblech geben. So, und mein Kuchen ist jetzt soweit fertig. Das Lämpchen vom Backofen ist ausgegangen und dann schiebe ich den Kuchen jetzt auf die mittlere Schiene. Und hier ist der fertige Kuchen für euch. Ich hatte ihn für 55 Minuten im Backofen, habe ihn dann die letzten 10 Minuten mit Alufolie abgedeckt, damit die Oberfläche nicht zu dunkel wird. Und da haben wir jetzt eine schöne Abwandlung des Klassikers mit Kirschen, also ein tolles Rezept. Und direkt aus dem Kühlschrank serviert schmeckt dieser Kuchen am allerbesten. Ich finde, ihr solltet es auf jeden Fall einmal ausprobieren. Guten Appetit! Dann sind wir fertig für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.